Servus Leute, willkommen wieder hier in Rohrbass bei Wrestling Switzerland. Und zwar heute haben wir Winter Struggle 2023, die erste Veranstaltung in diesem Jahr. Und ich habe Jason Sanders an meiner Seite. Jason, was erwartet uns eigentlich heute? Servus Simi, ja, was erwartet uns heute? Das erste und die größte Frage heute ist, wird Scarring seinen Rematch bekommen, wird ihn herausfordern oder wird sogar Byron Sanders seine letztmalig verdiente Chance um den WS Championship Titel real werden lassen oder was auch immer, wird Tracy Winters zurückkommen, wir wissen es nicht, aber sicher ist, es wird spannend werden heute. Ja, deswegen Leute, dranbleiben und euch überraschen lassen und ich würde sagen, viel Spaß! Willkommen zu Winter Struggle! Jetzt am Anfang! Dankeschön! Am Anfang müssen wir uns sehr gut spitzen, weil ich stelle euch jetzt eine Frage. Und die müssen wir alle können beantworten. Was sind wir? WS! Genau. Also, was sind wir? WS. Also, eins, zwei, drei. Was sind wir? WS! Was sind wir? Genau. Es gibt eine Nachprüfung nach der Pause. Gut. Bevor wir mit der Show starten, zuerst mal einen grossen Dank an unsere Sponsoren. An SF Facility Service, an Braumanufaktur Schlachthaus und an Gasthaus Rössli in Martalen. Doch. Ihr wollt wahrscheinlich nicht mich hier drin sehen, sondern ihr wollt anständige Kämpfe hier drin sehen. Und darum kommen wir auch schon zum ersten Kampf. Und begrüßen wir als erstes ausgeloten mit 1,73 und 80 Kilo, Sexmaschine und Publikumsliebling, Brian! Der erste Kontrahent kommt aus Oslo, Norwegen mit 1,84 m und 84 Kilo. Halfdan Sigurdsson! Servus und Grüezi von meiner Seite. Hier sehen wir schon Halfdan Sigurdsson zum Ring kommen. Der Mann aus Norwegen. Ja, man muss auch sagen, der Mann darf leider auch nicht mehr nach Norwegen zurück. Denn er soll ja im Gefängnis gewesen sein. Aber was er begangen hat, das sind noch Geheimnisse. Werden wir die noch erfahren, müssen wir mal schauen. Ja,
ein paar Fans hat Halfdan Sigurdsson schon. Ja, ein Zungenbrecher, wie er schon merkt. Aber gleich nach so einer mysteriösen Melodie werden wir gleich ein bisschen Happiness sehen. Mit 1,65 und 58 Kilo. Beach Boy Bernhard! Ja, da kündigt Jason Sanders an. Beach Boy Bernhard ist sein Gegner. Ja, und da kommt jetzt auch etwas Stimmung auch in diesem Match hinein. Und da ist er, Beach Boy Bernhard. Ja, er ist noch bei seinen Anfängen. Heute sein zweites Match, auf das er sich natürlich auch vorbereiten kann. Denn, wie ihr wisst, bei der letzten Veranstaltung war er ja der Überraschungsgegner. Und zwar von Warchild Saga. Ja, und jetzt müssen wir mal schauen, wie sich Beach Boy Bernhard in diesem Match schlagen wird. Denn wie gesagt, er ist ja noch ziemlich neu in diesem Business. Ja, da ist jetzt auch die Frage, are you ready? Aber da kommt nichts von Halfdan Sigurdsson, aber sein Gesicht sprechen schon Bände und... Ah, das Publikum wird natürlich animiert von Beach Boy Bernhard. Hat auch hier seine Fans. Ja, jetzt kommt erstmal das Kräftemessen zwischen beiden Wrestlern. Aber Beach Boy Bernhard hat Sigurdsson schon gleich im Griff. Ja, aber da befreit sich schon Halfdan Sigurdsson mit Elbows. Ja, wird sich der Beach Boy Bernhard, ja, er kann sich befreien. Ja, kann er natürlich auch. Und der Konter. Und er schickt ihn auf die Matte. Aber es ist noch ziemlich früh in diesem Match. Ja, er setzt gleich nach. Oh, kommt jetzt das Cover? Das Cover kommt. Aber da kann sich Halfdan Sigurdsson noch an den Seilen retten. Jetzt hier der Whip-In, Schulterblock, aber Sigurdsson bleibt noch stehen. Noch ein Whip-In von Beach Boy Bernhard. Ja, ein Handstand und Elbow hinterher. Dropkick. Und da muss Halfdan Sigurdsson schon aus dem Ring. Ja, mit dem hat er wohl nicht gerechnet. Aber sehr schön gemacht von Beach Boy Bernhard, aber... Ja, das sieht man, die Unerfahrenheit von Beach Boy Bernhard. Und oh, ein Uppercut, ein Flying Uppercut von Halfdan Sigurdsson. Das Cover, 1-2, aber da kommt Beach Boy Bernhard raus. Oh, da kommen jetzt einige Elbows von Halfdan Sigurdsson. Ja, der ermahnt ihn, der Referee. Aber ist die Frage, versteht er ihn überhaupt? Man weiß es ja nicht. Ja, ein unerlaubter Griff von Halfdan Sigurdsson. Aber er ist fair und lässt auch gleich los. Was zeigt uns jetzt nochmal ein unfairer Move gegen die Seile? Ja, das soll er unterlassen, Halfdan Sigurdsson. Nicht, dass er noch disqualifiziert wird. Eine klatschende Ohrfeige. Ein Headbutt gegen den Brust von Beach Boy Bernhard. Ja, die Ohrfeige, das hat ihn ein bisschen wachgerüttelt, so wie es aussieht. Ja, dann nochmal mit dem Elbow. Was sag ich, mit dem Elbow, mit dem Knie geht er auf Beach Boy Bernhard los.
Jetzt geht's in die Ringecke und kommt der Whip-In. Ja, angesetzt. Und da kommt auch. Und da kommt der Hinterhergesprung. Aber da kommt Beachboy Bernhard noch kontern. Tritt hinterher. Ja, das war wohl nix. Oh, ein harter Tritt gegen den Rücken. Und da kommt er rausgerutscht. Mit einem German Suplex. Sehr schön gemacht von Halfdan Sigurdsson. Das Cover hinterher. 1-2. Ja, das war's noch nicht. Der Referee zeigt's an. Es war nur 2. Ja, aber das Publikum ein bisschen gemischt hier in Rohrbass in der Schweiz. Ja, also der Referee muss mehrmals bis 4 zählen. Ja, Halfdan Sigurdsson natürlich nicht der fairste Wrestler. Aber man muss schon sagen, er wrestelt auch sehr, sehr effektiv. Ja, wird jetzt Beachboy Bernhard aufgeben? Ja, kriegt auf jeden Fall schon mal Unterstützung von den Fans. Ja, da steht er auch schon gleich auf. Ja, kann er sich mit den Elbows befreien? Nein, klappt nicht so ganz. Boah, rettet sich wieder hier mit einem Dropkick. Boah, schön gemacht gegen Halfdan Sigurdsson. Ja, oh, ein kurzgezogener German Suplex von Halfdan Sigurdsson. Da hat Beachboy Bernhard keine Chance. Ja, das ist ein bisschen lässig. Aber ich glaube auch, dieses Cover war jetzt auch nicht so ernst gemeint von Halfdan Sigurdsson. Und er setzt jetzt auch gleich nach. Ja, muss er natürlich auch, wenn er hier Beachboy Bernhard besiegen will. Ja, hat ihn hier auch im Schwitzkasten. Ja, und das Publikum kommt. Und Beachboy Bernhard auch wieder mit Elbows versucht, das sich zu befreien. Und Dropkick. Ja, er setzt auch gleich nach. Boah, ein Chop von Beachboy Bernhard. Handstand und mit einem Headsitzer holt er ihn von den Seilen. Das Cover hinterher. 1-2. Das hätte es sein können für Beachboy Bernhard. War aber doch nicht so. Ja, jetzt in die Seile. Ein harter Kniestoß von Halfdan Sigurdsson. Ja, da kann sich auch Beachboy Bernhard nochmal befreien. Ja, man muss schon sagen, ein sehr schönes Eröffnungsmatch hier bei Winter Struggle 2023. Die erste Veranstaltung in diesem Jahr. Und ein Splash. Das Cover, das war es doch schon. Nein, war es nicht. Auch nur bis 2. Ja, Halfdan Sigurdsson ist der Meinung bis 3, aber nein, das war nur 2. Ja, da kommt Beachboy Bernhard. Ja, das hat er jetzt ausgenutzt, diese Ablenkung. War das jetzt 3? Nein, 2. Da zeigt das an. Ein bisschen Verwirrung. Selbst bei den Wrestlern. Der hat gesessen. Jetzt muss aber Beachboy Bernhard doch nachlegen. Ja, er sammelt sich jetzt auch die Kräfte. Ah, Clothesline. Noch eine hinterher. Jetzt schickt er ihn auf die Matte. Ja, kommt jetzt das Surfboard. Da zeigt das schon an. Und ein Splash hinterher. Das Cover 1-2. Ja. Das war's noch nicht. Aber Beachboy Bernhard ist schon mal
wirklich in richtiger Richtung, um ihn zu besiegen. Jetzt, er hat den Finisher angekündigt, aber der kam jetzt nicht. Jetzt kommt Halfdan Sigurdsson. Ja, pusht sich hier jetzt auch etwas hoch. Ja, da zeigt das an. Kommt jetzt der Finisher in den Nordic Cutter? Nein, da kommt nicht ein Roller Schoolboy. 1, 2, 3. 3, das war's. Das war's. Beach Boy Bernhard gewinnt dieses Match gegen Halfdan Sigurdsson. Ja, damit ist er nicht einverstanden. Ja, ich dachte erst, ein Dropkick kommt hinterher. Was sag ich, ein Dropkick? Ein DDT, aber da kam nicht. Aber da kommt der Schlag gegen den Referee und er liegt auf der Matte. Ja, damit war er jetzt nicht einverstanden. Halfdan Sigurdsson hat jetzt auch hier den Kendo-Stick. Ja, wird er jetzt auf Beach Boy Bernhard einschlagen? Ja, man muss in diesem Fall sagen, ja, das Licht geht aus. Ja, was passiert jetzt hier? Oh. Oh. Diese Melodie, diese Musikding kennt man doch. Oh, da ist er im Ring. Da ist er im Ring, Skarin. Ja, Halfdan Sigurdsson wartet noch. Merk dich ja mal, dass er da ist. Jetzt aber. Ja, Skarin holt ihn natürlich an. Du watchst davor, dein Nachfahre sie, vom König Harald Sigurdsson, ein König von Finnland. Wir haben verliebt, haben verloren. Im Kampf gibt man alles, aber das ist ein Schand. Und los ist dir nach Valhalla. Sag uns nun. Aha, Skarin ist ein bisschen enttäuscht von dieser Niederlage. Oh, jetzt Elbow hinterher auf Skarin. Oh, ein klatschender Schlag von Skarin. Der hat gesessen. Lässt sich sowas natürlich nicht gefallen. Ja, Skarin ist ein bisschen verärgert, dass Halfdan Sigurdsson dieses Match verloren hat. Meine Tochter, Wortschein-Saga, wegen dir habe ich nicht nur den Titel verloren, sondern auch die Sau. Ja, da merkt man noch die Verärgerung von Skarin, dass er seinen Titel verloren hat, dank seiner Tochter Wortschein-Saga. Aber heute werden wir noch dieses Match sehen. Skarin gegen Ace. Wird er den Titel zurückgewinnen? Ja, jetzt verlässt er auch hier die Halle. Ja, und dieses Match werden wir natürlich auch sehen. Skarin gegen Ace.